Hallo und herzlich willkommen zurück im OMSI. Ja, wir sind heute unterwegs auf der Map. Ja, wenn ich das jetzt auf die Schnelle wüsste und ich nicht in dem blöden Video gerade erstmal die Heizung anmache, weil es arschkalt ist. Ja, alles scheiße, wa? Wenn ich doch mal in die Außenansicht scrollen würde, dann wüsste ich ja, wo wir hinfahren, aber ich tue es nicht und. Natürlich ergibt das dann Sinn, ne? Ja, an sich sind wir heute im C2 unterwegs. Es ist ziemliches Pisswetter. Es ist 7 Uhr irgendwas, 7:53 Uhr Aachen Bushof, das heißt, wir sind auf der Map Aachen-Wahlheim unterwegs. Auf der Linie 73. Und, ja, machen wir erstmal schon das Licht hier drin an. Und, jo, ab geht's, ne? Hamm. Schön auf dem Gehsteig hoch. Aber naja, gut. Ja, an sich auch Mannheim, schöne Map eigentlich. Es sind allerdings noch nicht so viele Linien Bahnhof wirklich Rote Erde. befahrbar, wenn er mich fragt, weil die noch nicht bebaut sind. Da ist nur der Straßenverlauf vorhanden und das ist dann für mich irgendwie nichts. Also, ich will auch eine bebaute Linie, das macht sonst für mich keinen Spaß. Deswegen sind wir heute auf der Linie hier unterwegs und ja. Ich wollte mal ein Thema anschneiden, und zwar ein Thema, was jetzt zwar überhaupt nicht zum OMSI passt. Ja, schönes Repaint ist von der Map Ruhrau, da war das mit dabei, oder Ruhrau, wie man es auch immer aussprechen mag. Ja. Und jedenfalls folgendes Thema. Ihr wisst ja sicherlich, dass ich durchaus auch Fahrrad fahre. Und das durchaus auch als sportliche Betätigung ansehe und das sehr gerne mache. Und ja, Elsa-Straße. abgesehen davon, dass das Fahrradfahren meiner Meinung nach total unterschätzt wird, weil Fahrradfahren kann wesentlich anstrengender sein. Wer richtig gut Fahrrad fährt, der fährt auch ganz anders als die normalen pressigen Alltagsleute hier. Und der stellt sich super in den Weg. Nee, und da wollte ich einfach mal ein bisschen das Thema anschneiden. Ich weiß nicht. Es sind auf jeden Fall mal alle von euch in dem Alter, wo man zumindest mal Fahrrad fahren kann. Und weil da gibt es ja keine Altersbeschränkungen, nichts. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das handhabt, ob ihr viel fahrt oder wenig fahrt oder so. Also ich fahre jetzt gar nicht so viel. Je nach Wetterlage und Zeit. Meistens so ein bis dreimal die Woche. Einmal die Woche, wenn es wirklich ganz schlechtes Wetter ist, und dreimal die Woche, wenn es wirklich gutes Wetter ist und ich viel zu tun habe oder so, ja. Wenn es halt gerade Josefskirche. passt. Also nicht wirklich viel. Allerdings sind es dann aber auch immer Strecken. Also das sind ja schon auch mindestens 15 Kilometer pro Strecke. Drunter fahre ich eigentlich gar nicht. Oder insgesamt dann an dem Tag, wo ich halt Fahrrad fahre. Also das sind jetzt nicht nur 500 Meter zum Bäcker oder so. Und ich habe auch mittlerweile ein bisschen, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, angehäuft. Ja, also ich habe auch mehrere Fahrräder schon und bin auch sehr glücklich darüber, weil, ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe drei relativ unterschiedliche Fahrräder. Ich habe ein uraltes weißes Tourenrennrad-mäßiges aus den 80ern, 12 Gänge. Fährt sich super, ist mein Alltagsfahrrad, ist aber vom Zustand her nicht so geil. Zustand 3, minus 3 bis 4 würde ich mal sagen. Im Alltag super einzusetzen, allerdings hat es natürlich auch so seine Unzulänglichkeiten. Dann ein modernes Mountainbike, Scott 29er. Normales Teil und noch ein älteres Rennrad habe ich kürzlich geschenkt bekommen von meinem Opa. Mit altem Alurahmen, aber komplett umgebaut auf neue 27-Gang-Shimano-Schaltung und neue Bremsen und alles. Also läuft alles, alle Fahrräder sind verkehrstüchtig und erlaubt und alles. Ja, das ist einfach so ein gigantischer Unterschied. Für den normalen Alltagsweg ist mein Weißes einfach unfassbar praktisch. Es ist relativ schwer, relativ lang. Das heißt natürlich, dass das Kurvenverhalten jetzt. Es ist okay, aber es ist jetzt nicht fantastisch schwer, ja, und die Bremsen sind halt relativ schlecht. Scheibenstraße. Und ja, das merkt man natürlich auch, aber das ist einfach Problem im Alltag einzusetzen, auch echt schnell, wenn man weiß, wie man damit umzugehen hat.
Und dann das Rennrad. Das Besondere ist einfach das Gewicht. Das ist dermaßen leicht. Und das, ich weiß nicht, man denkt jetzt klar, wenn ich jetzt 60, 70, 80 Kilo wiege, dann macht es ja nichts, ob das Fahrrad jetzt 10 oder 15 Kilo wiegt. Aber oh doch, das macht sogar sehr was. Das merkst du, ob du 15 oder 10 Kilo unterm Hintern hast. Das war schon enorm, du merkst schon 15 und 13 und 12 Kilo. Je nach Geometrie natürlich, ja, aber das Gewicht ist ein ziemlich erheblicher Faktor. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass du das, da merkst, Gewicht hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil vom Gewicht ist, du hast einen sehr ruhigen Geradeauslauf und es ist sehr gut, die Geschwindigkeit zu halten und alles. Ja. Der Nachteil vom Gewicht ist natürlich, das Beschleunigen und das Kurvenfahren ist anspruchsvoller. Und ja, das muss natürlich auch jeder, sollte sich auch jeder ausprobiert haben. Und weiß nicht, wenn jemand von euch sich überlegt, sich ein neues Fahrrad zu kaufen. Ich weiß, da wird sich jetzt wieder indirekt angesprochen fühlen, das soll er aber gar nicht. Weil das gar nicht so gemeint ist. Und ja, fühl dich einfach nicht angesprochen. Der Punkt ist halt, dass man möglichst viele unterschiedliche Fahrräder fahren sollte. Fahrt ein Mountainbike, fahrt ein Stadtrad und wenn ihr nicht festgelegt seid, ja, und gönnt euch vielleicht auch mal ein Fixie oder ein Rennrad mit normalerem Lenker. Weil wenn euch das zusagt, eines dieser Fahrräder, dann man kann auch ein Mountainbike problemlos umrüsten. Von Dings auf dem Stadtrad, ja, Lichter dran, Gepäckträger dran, fertig aus, ja. Und wenn das ändert ja am Fahrgefühl nichts, sieht vielleicht scheiße aus, aber es ist immer noch das gleiche Fahrgefühl. Und ja, genau, das ist halt wichtig, dass man einfach das Fahrgefühl ausprobiert hat. Und wie gesagt, das Rennrad, das ist super schnell im Beschleunigen, man hat eine traumhafte Kurvenlage, aber das Gewicht merkst du natürlich auch dann, wenn es auf schlechtere Wege geht und wenn es um knappes Geradeausfahren geht und so, das ist wesentlich nervöser. Und ja, es ist einfach ganz interessant und man sollte das Fahrradfahren nicht unterschätzen. Weil es geht sehr, sehr viel mit dem Fahrrad. Ich kann auch, wenn ich dran denke, mal einen Link zu dem Video in die Beschreibung packen, wer mal Interesse hat zu sehen, was so dann mit dem Fahrrad geht, wenn man will. Ne? Das Video ist nicht gefaked, das weiß ich, ist von Red Bull gesponsert gewesen. Und ja, das ist einfach schon sehr beträchtlich dann. Wenn man einfach sieht, was wirklich geht, ja, und das ist nicht nur der Oma-Sport ist, die zum Einkaufen fährt. Ich denke mal, ich packe es in die Beschreibung, wenn es euch interessiert und ihr bereit seid, mal was Neues kennenzulernen, dann schaut es euch an. Wenn ihr sagt, doch so ein Bullshit brauche ich nicht, nur dann halt nicht, ganz einfach. So einfach ist das Ganze. Hansemannplatz. Und ja, es wird auf jeden Fall unterschätzt und ich weiß nicht, ich habe ja auch total was gegen E-Bikes. Ich finde, das geht überhaupt nicht. Kürzlich wollte einer mit dem E-Bike im Bus einsteigen. Und ja, das E-Bike war intakt. Dachte ich mir also, ja genau. Hat schon da so ein Pseudo-Elektromotor sich dran geschraubt und ja. Also, aber darüber rege ich mich jetzt nicht auf, weil das Video ist gar nicht so lang, dass das jetzt noch den Platz bieten würde, dass ich mich darüber aufregen könnte. Und ja, ich weiß nicht. Ich habe im Moment auch ein bisschen ein Problem. Ich bin sehr eifrig am Gameplays aufnehmen, aber Themen fehlen mir dann doch durchaus mal. Was natürlich durchaus nachteilig ist, weil Themen, ja, das ist natürlich schon auch wichtig, dass man Themen hat, über die man quatschen kann und mit denen ich euch dann total begeistern kann. Alter. Okay. Ja, wir sind halt ein bisschen forever alone unterwegs mit unserem Bus, irgendwie steigt keiner bei uns ein. Das heißt, das ist alles ein bisschen scheiße. Aber naja, gut. Forever alone.
glaube, das ist auf die rechte Spur, ne? Ja, der Vergangenheits-Alex hat das auch verstanden. Großartig, dieser Mann. Oh, nee, nein, das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Ich bin gerade nebenbei, um mir Themen rauszusuchen, auf Handelsblatt gegangen, ein paar wirtschaftliche Themen, aber Alter, da kriege ich wieder nur Aggressoren. Also da kriege ich nur Aggressoren. Also was da schon wieder abgeht, ich könnte mich da schon wieder fragen, was das denn für Nachrichten sind. Aber naja, gut. Ich lasse das jetzt auch. Ja, dann würde ich sagen, bin ich jetzt hier auch durch mit dem Fahrradfahren. Du schätzt das Ganze einfach nicht. Es ist wirklich ein toller Sport, wirklich, und super praktisch. Und er muss auch nicht teuer sein. Man kriegt für 200 Euro, wenn man sich mit was gebraucht und anfreundet, ein wirklich großartiges Fahrrad. Wenn man ein bisschen Zeit investiert und jetzt vielleicht kein High-End-Mountainbike braucht, sondern einfach nur was, um schnell durch den Alltag zu kommen. Da ist auf jeden Fall was Ordentliches drin, was auch lange hält, wenn man das will. Und wenn man sich mit was gebraucht und anfreundet und ja, haut mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ist Fahrrad für euch überhaupt kein Sport? Ist es einfach nur so ein Fortbewegungsmittel, aber ist ja nicht anstrengend? Oder kann man das wie ein Sport betreiben? Oder seid ihr die größten E-Bike-Befürworter? Und fahrt ihr selber viel Fahrrad? Das würde mich ja mal interessieren. Aber naja, gut. Ich könnte jetzt sagen, ich kriege ja eh keine Antwort, aber ich mache das jetzt nicht, weil ich ja doch im Grunde ein sehr netter und höflicher Mensch bin. Und ja, Spaß. Zwinker, zwinker. Zwinker, zwinker, Schnöcki, Pöll. Sexy Hexi. Naja, gut. Dann würde ich sagen, war es auch jetzt mal soweit für diese Folge. Wir sind jetzt soweit angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mehr Folgen können auf Aachen gerne kommen. Sagt mir einfach mal, ob euch die Map gefällt oder ob es langweilig ist. Und ja, damit würde ich mich dann für diese Folge verabschieden. Und bis zum nächsten Mal. Und bis dahin. Ciao, ciao und bis bald.